Hallo bei Zockschnitt, das ist der Martin, das ist der Alvin, das da drüben ist der Wolfi. Yay, und wir schauen heute den neuen Aquaman-Trailer an. Ich bin so gespannt. Wenigstens einer von uns. Martin, schmeiß an das Ding. Okay. Mein Vater war Leuchtturmwärter. Nicht vor der Familie. Meine Mutter eine Königin. Aber das Leben bringt irgendwie alles zusammen. Eines Tages könntest du unsere Welten vereinen. Seht euch das an! Arthur redet mit den Fischen! Nein! Lauf nicht los! Oh Gott. Erlaubnis, an Bord zu kommen? Ich hab dich gesucht. Dein Halbbruder, König Aum, ist im Begriff, der Oberwelt den Krieg zu erklären. Um diesen Krieg zu verhindern, musst du deinen rechtmäßigen Platz als König einnehmen. Glaub mir, ich bin kein König. Du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst. Als Aufmunterungsversuch, völlig daneben. Schnell dich lieber an. Willkommen zu Hause. Weil du aus zwei Welten kommst. Doch genau deshalb bist du es. Das war der Wahnsinn. Der Oberwelt steht Krieg bevor. Ach du Gott, ist schlecht aus. Wir sind da. Warte, warte, was hast du vor? Hey! Rotarige, die muss man lieben. Bam! Bam! Okay, ich sehe schon, wir haben so ganz kleine Differenzen. Ja. Fangen wir da drüben an, da ganz weit hinten beim Alpin. Ja, da aus dem anderen, aus anderen Eck. Was sagst du zum Trailer? Du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Ja, ich habe für mich persönlich war der Jason Momoa so ein bisschen das Highlight von Justice League. Da finde ich, hat er echt cool funktioniert, da hat der ganze Humor mit ihm ganz cool funktioniert. Das scheint da jetzt auch der beste Teil von dem Film zu sein, weil, also ich finde, das ganze Unterwasser-Ding hat ziemlich ausgeschaut. Also vor allem hat es auch nicht ausgeschaut, als wäre es unter Wasser. Außer die Fische und so weiter, die da herumgeschwommen sind. Aber rein visuell habe ich da überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass das unter Wasser ist. Das finde ich ein bisschen komisch. Also es ist irgendwie vom Bild her einfach schräg, das anzuschauen. Woran machst du das fest, dass das für dich... Ich weiß es nicht, aber wenn ich mich zurückerinnere an Harry Potter und der Feuerkelch, wo der Harry runtertauchen muss in einen See vor Hogwarts, da hat es ausgeschaut, als wäre er unter Wasser. Da war das Bild drüber, da sind mehr Sachen irgendwie durchs Wasser geschwommen und so. Und da hat es so nach Luft ausgeschaut mit Wehhahn. Also so ein bisschen, als wäre es ein Bollywood-Film. Wenn ich da ganz kurz drauf einsteigen darf... Also, bevor wir da zu streng sind mit den kleinen Details, wir haben das jetzt auf einem winzigen Monitor gesehen. Ja, aber rein vom Artstyle her finde ich das Unterwasser-Setting schon ziemlich geil. Und es waren auch schon ein paar ziemlich coole Bilder dabei mit dem Fischerboot oder was das war, wo dann so die rote Fackel so nach unten geht. Also rein optisch ist es wieder mal so ein typischer DC-Kracher. Wo ich dann auch wieder meine Bedenken habe, ist so das mit den ganzen CGI-computergenerierten Sachen, die was da zwangsweise natürlich gemacht werden müssen. Ja. Aber ja, das sehen wir dann im Dezember oder wann läuft der Film an, wie das dann im fertigen Produkt ausschaut. Also da bin ich bin jetzt auch mal wohlwollend und sage, es schaut ziemlich geil aus. Und weil du gesagt hast, ja, Jason Momoa, der Typ ist einfach eine coole Socken. Und ich habe es damals bei Justice League, wo wir darüber diskutiert haben, schon gesagt, wenn die es schaffen, ein Aquaman, der sonst immer so eine Lachfigur war, nicht zuletzt wegen Big Bang Theory. Und ich sage es wieder. Aquaman ist scheiße. Wenn sie es schaffen, den als richtig coolen Hund darzustellen, was sie da auch wieder gemacht haben, dann haben sie einiges richtig gemacht. Und wenn der Hauptcharakter geil ist, spricht das für einen Film. Oder ist das schon mal, kann das einen Film auch schon mal ganz cool machen, finde ich. Ja.
Was sagt der Martin dazu? Martin, was sagst du so zum Trailer? Hast du, bin hast mehr du Justice League gesehen? Nein, eben leider nicht. Ich habe Justice League gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie der Momoa als Superheld ist oder überhaupt Aquaman jetzt. Aber ich bin ja jetzt eher auf Irons Seite. Es schaut zu clean aus. Also jetzt der CGI unter Wasser, es ist einfach zu sauber. Es ist nicht Wasser, also da muss ich ihm recht geben. Und so ein, zwei Szenen, wo dann Krokodil angreift oder so, das schaut fast ein bisschen nach Sharknado oder solche Sachen. Wow. Also Entschuldigung, Sci-Fi-Channel-Geschichte, keine Ahnung. Wow. Aus. Also bin da sehr kritisch. Mir hat es mehr an Avatar erinnert. Kann es sein, dass du deshalb überhaupt nicht magst? Nein. Und das Thema machen wir jetzt nicht auf. Es geht jetzt nicht über Avatar. Aber eben, es ist ja bei Avatar, steht ja so in der Gerüchteküche, dass es ein bisschen auf Unterwasser geht. Das ist jetzt auch interessant, weil dann hat man vielleicht nicht Avatar als nächsten AAA-Mega-Hollywood-Blockbuster-Film, der unter Wasser spielt, sondern dann hat Avatar jetzt schon einmal so ein bisschen eine Messlatte im besten Fall, an dem sie es orientieren muss. Oder halt ja, orientieren kann. Deine Aussage vorhin ist, die Messlatte nicht ziemlich hoch. Ja, die ist ziemlich niedrig. Also gut für Avatar 2. Ich habe überlegt, ob ich einen Ariel-Witz machen soll, aber ich spare mir den. Als Aufmunterungsversuch. Völlig daneben. Aber es ist echt lustig, dass die ganzen Trailer, nachdem der Name vom Film nochmal eingeblendet wird am Ende, danach muss einfach nur irgend so ein 10 Sekunden funny Clip kommen, oder? Das ist irgendwie was mich ein bisschen nervt. Ist mir lieber, wie Sony immer macht mit diesen Mini-Trailer vom Trailer? Mini-Teaser vom Trailer, ja. So, was sie den nochmal zusammenfassen. Das finde ich, das check ich überhaupt nicht. Da finde ich es ganz nett. So als Abschied nochmal so eine kleine Szene hinten noch. Ich finde Bart's furchtbar. Ja, solange es ganz lustig ist. Eins muss man sagen, er ist kurz. Also mittlerweile werden die Trailer ja immer extrem lang. Also bei vielen anderen Trailern, die man so schaut, sind die sehr lang und erzählen sehr, sehr viel. Mhm. Und der ist eher recht kurz, ist mir jetzt vorgekommen, so vom Gefühl her. Man hat jetzt nicht so wahnsinnig viel von der Geschichte gehört. Habe jetzt ein bisschen so die Parallelen mit dem Bruder im Dings, aber sonst jetzt eher relativ kurz. Das ist ein guter Punkt, weil damals bei Batman wie Superman, so der erste oder zweite Trailer, was da rausgekommen ist, der war richtig chronologisch, da hat man fast schon einen ganzen Film. Das war eben, dann brauche ich einen Film immer gerne. Ja, das war im Prinzip ein Story-Trailer, oder? Ja. Und das stimmt, ja, da gebe ich da auch recht. Also man hat zwar schon wieder so die Vorgeschichte von ihm erlebt und auch wieder ungefähr, was ihn da so erwartet mit dem Kind, was da gemobbt wird. Ja, wobei also ich glaube, dass die Vorgeschichte sicher nur so maximal 10 Minuten im Film sind. Das sind ganz am Anfang ganz kurz. Ich hoffe, weil die interessiert mich überhaupt nicht. Ja, braucht es ja überhaupt nicht, gerade für einen Aquaman. Ganz ehrlich, da hätte ich es cooler gefunden, wenn es Zuschauer so ein bisschen ins kalte Wasser werfen. Ha! Schön vor. Und einfach ja, alles andere sich von selbst ergibt. Und ich finde einfach nicht, dass jeder Superheld oder so seine Origin-Story braucht. Oft wobei funktioniert es besser ohne. Ja, wobei bei einem Aquaman interessiert es mich noch am ehesten. Wenn ich daran denke, wie oft habe ich schon die Vorgeschichte von einem Superman oder von einem Spider-Man oder von einem Batman. Oh mein Gott, wie oft haben wir die schon gesehen und gehört und gelesen? In jedem Film. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Und dann finde ich wenigstens ein Aquaman, zumindest in der Hinsicht, noch interessanter, weil es nicht so ausgelutscht ist. Ja, aber dann sollen sie von mir aus gern eine interessante Origin-Story bieten. Das wissen wir noch nicht. Nicht das obligatorische, das kleine Kind, das gemobbt wird, das ist so arm und jetzt kann sich's endlich wehren, weil jetzt ist es ein toller Superheld. Das ist nur realistisch. Ja, kind, das nervt mich trotzdem. Was mich noch irritiert, er hat ja auch irgendwie, also er ist ja übermenschlich kräftig, oder? Also er ist ja also ich kann kaum übermenschlich aus dem Wasser heben. Nicht? Weiß nicht, wie es nein, aber das ist jetzt, was unterm Wasser passiert. Aber wenn er dann zum Beispiel gerade in das U-Boot eindringt oder so und die Soldaten da vermöbelt, da ist er irgendwie übermenschlich stark. Stimmt, er zerbricht ja einmal so ein Schwert oder so, ne? Ja, genau, und er zerbricht das Schwert und solche Sachen. Also er ist nicht einfach nur, dass er unter Wasser die Wesen kontrollieren kann und unter Wasser halt schwimmen kann und so weiter und dort halt stark ist, sondern auch irgendwie an Land. Ja, aber bei, das irritiert mich ein bisschen. Vorhin bei Justice League auch gesehen. Aber war ziemlich langweilig, wenn der heraus wie so ein gestrandeter Fisch irgendwie da so rumliegt. Wie so ein Seestern. Aber was ist dann der Unterschied zu anderen Subhelden, die auch einfach stark sind? Also irgendwie, da fehlt mir... Er kann mit Fischen reden. Ist ja, voll cool. Hilf mir, tu doch irgendwas! Wenn du keine Seesterne magst, wirst du gleich ganz schön sauer werden. Oh Gott, Hilfe! Du kriegst gleich mächtig Ärger. Ich habe 5 Fische um Hilfe gerufen. Oh, da sind sie schon! Hilfe! Stell mal vor, du gehst ins Fischrestaurant, dann schwimmt da der Hummer im Aquarium rum und dann kannst du erst mal mit dem Smalltalk... Fragst du noch meistens da. Bist du genießbar? Hey, wie schmeckst du? Sei mal ehrlich. Ich glaube nicht, dass der Aquaman in ein Fischrestaurant geht.
Ne, ist man sozusagen. Ja, höchstens um seine Verwandten zu retten oder so. Oder zu besuchen. Genau. Ups. Okay, ich würde sagen, kurzes Fazit. Seid ihr gehypt auf den Film? Schaut euch den an oder versucht ihn zu ignorieren? Albin, fangst du an. Also nachdem der Aquaman für mich persönlich der Höhepunkt von Justice League war, wobei man, der Film, der war einfach so, da ist es nicht schwer, einen mittelmäßigen Beitrag als Höhepunkt zu empfinden. Ja, wirklich freuen tue mir jetzt wegen dem Trailer nicht. Das ist eher genau das, was ich mir gedacht habe. Ich finde es halt schade, dass sie die ganze Unterwasser-Ding nicht so wirklich cool rüberbringen, scheinbar. Wirklich freuen, ne, anschauen, vielleicht, mal schauen. Martin? Eher nicht. Also, ich schaue mir vielleicht mal im Fernsehen an. Wobei, ja, solche Filme sind ja eigentlich fürs Kino gemacht. Also, ja, ja, ich weiß, Bildqualität und große Leinwand und ja, aber irgendwie, eben, ich habe Justice League nicht gesehen, ich habe Batman vs. Superman nicht gesehen, erst nachgeholt, aber im Kino, also DC ist, glaube ich, auch nicht so meins, ich weiß es nicht, bisher, außer Wonder Woman. Wonder Woman war ganz cool. Ja. Okay. Also ich freue mich drauf und ich möchte ihn im Kino sehen. Genau aus dem Grund, wie du gesagt hast, Martin, ich glaube, dass er von jetzt rein von der Geschichte her, und wenn man da jetzt so rangeht und sagt, ah, das ist unrealistisch, schaut nicht aus wie Wasser und so, ich glaube, das muss man echt so ein bisschen so durch die Märchenbrille anschauen. Ja, weil das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn der dann, da ist einfach der Artstyle im Vordergrund und ich finde, also der taugt mir schon, das mit dem Unterwasser-Ding, mit deiner Wesen da, das finde ich richtig cool, und wenn das dann 3D ist und mit fettem Sound, vielleicht sogar im IMAX, weiß ich nicht, ob ich mir den Preis gebe, aber ich glaube, dass der wenn der Film wirklich cool wirkt, dann glaube ich im Kino. Ja, aber da finde ich es total schräg, eben wie du gesagt hast, mit diesem märchenhaften Unterwasser, ich finde es einfach schräg, dass ein Film, der vor über 10 Jahren rausgekommen ist, eben Harry Potter und der Feuerkelch, dass der das echt cooler rüberbracht hat. Ich habe Harry Potter und der Feuerkelch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob der Harry Potter da mit Seepferdchen rumschwimmt und nein, mit aber es schaut einfach cooler aus unter Wasser. Walen irgendwas zerlegt und so einander kämpft. Ich glaube, dass da wirklich, wirklich der Artstyle im Vordergrund ist. Und wie gesagt, wir haben das auf ganz einem kleinen Monitor gesehen im Kino, wenn du da Mull rumschwimmen sehen willst oder sowas. Mir geht's nicht um Mull, mir geht's darum, dass es Wasser nach Wasser ausschaut. Und das hat ein Film, der vor 10 Jahren rausgekommen ist. Ich bin kein Harry Potter Fan oder so, aber das ja, ist einfach cooler rübergekommen. Wenn nach dem ganzen DC-Chaos, was ich die letzten Jahre durchgemacht habe, wenn das größte Problem mit Aquaman ist, dass das Wasser nicht nach Wasser ausschaut, du mit deiner Wasser. Ja, aber Aquaman, der im Wasser umschwimmt, da hat es Wasser nach Wasser auszuschauen und nicht nach Weltall. Wenn das größte Problem von dem Film ist, dann haben wir echt einen richtig coolen DC-Film am Ende von dem Jahr. Na, aber für mich wäre das einfach so Detail, das cool wäre. Schaut euch unsere Let's Plays an, der Alvin ist ein Wasserfetischist, wenn es um Wasserphysik und geht. Ich hab gesagt, ich wollte natürlich sagen, so, okay. Ich würde sagen, mit diesen Worten, ja, beenden wir das Trailer-Reaction-Video zu Aquaman und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Wahnsinn.